Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Andrea von Stempeln am Wald und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Bei mir soll es heute mal wieder um eine kleine Verpackung, in Anführungsstrichen Verpackung, für ein Geldgeschenk geben. Wir mussten mal wieder ein Geldgeschenk haben und ja, es ist ja doch immer eine Frage, ob man das einfach in eine Karte tut oder sich dafür ein bisschen was einfallen lässt. Und erst hatte ich so keine richtige Idee und als ich mir so das Geld aus meinem Portemonnaie nahm, um es dann zu verarbeiten und zu verpacken, kam mir die Idee, warum bastel ich nicht einfach eine Geldbörse? Ich habe sowas vor vielen Jahren schon mal gemacht, aber eine ganz einfache. Und diesmal dachte ich, soll das ein bisschen detailgetreuer oder eben ein bisschen genauer und ein bisschen stabiler werden. Und entstanden sind dann diese beiden erstmal. Und zwar ist das richtig schön stabil in den Maßen 13 und ich glaube, es sind 9,5 oder 11, ich glaube sogar 9,5 und sie ist auch ein bisschen in der Tiefe 0,5. Das ist auch gut anpassbar. Und mit einem Magnetverschluss, ein paar Kröten für dich, den Stempel hatte ich auch noch in meinem Fundus und dann habe ich halt eben mit einer richtigen Tasche auch mit einem Magnetverschluss für Kleingeld und da passt eben auch richtig Kleingeld rein. Ich finde es ja auch immer ganz nett, wenn man nicht nur einen Schein irgendwo unterbringt, sondern auch ein bisschen Kleingeld. Platz für einen Gruß, kann man auch eine kleine Karte unterbringen und einen Tag, den man gestalten kann und so dann eben auch noch das Geld am Geldgeschenk damit unterbringen kann. Und ja, das würde ich mir jetzt nicht in die Handtasche stecken, aber das ist schon eine richtig schöne, stabile Geschenkverpackung und ich habe sie erstmal in zwei Varianten gebastelt. Das ist ein ganz, 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 ganz altes Designerpapier von Stampin' Up. Das habe ich, als ich 2012 angefangen habe zu stempeln, mir Anfang 13 irgendwann mal bei eBay noch ersteigert. Also da war ich da, wow, das war das absolute Highlight, als ich mir dieses Papier ersteigern konnte. Da kannte ich so dieses Ganze mit dem Bestellsystem und so. Da fing ich da gerade erst mit an, das kennenzulernen. Aber das konnte ich damals ersteigern. Und ich habe immer noch Reste davon und ich musste es jetzt echt mal verarbeiten, weil es halt auch immer so schön Neues gibt. Das könnte man dann auch gut als Variante für den männlichen Part machen. Auch hier der einzige Wermutstropfen, aber ich wollte nicht noch mehr aufbauen, ist, dass ich halt den Rand von meiner aufgesetzten Tasche da ein bisschen sehen kann. Man könnte die ganze Tasche, das werdet ihr gleich beim Entstehen sehen, auch hinterkleben. Dann hätte man das einheitlich farblich ohne diesen grünen Rand. Er stört mich jetzt nicht allzu sehr und es hätte noch ein bisschen mehr aufgetragen. Auch wenn ich ja gut mit dünnem Designerpapier wäre es vielleicht auch gegangen. Aber mich stört dieser Rand nicht allzu doll. Und auch hier wieder Platz für zwei Taschen. Ein Produkt oder ein Projekt, was auch wieder ganz gut Anfänger geeignet ist. Man muss auch nicht mit Designerpapier und Karton arbeiten. Man kann sich auch einfach gleich seinen farbigen dicken Designerpapierkarton nehmen von Teddy Action und Co. Das geht bestimmt auch. Man muss dann eben sehen, wie man die Magnete versteckt. Aber auch da gibt es bestimmt eine Lösung. Die möchte ich heute mit euch zusammen einmal werkeln. Und wir starten direkt. Ich hatte mir Designerpapier rausgesucht. Ich kann die hier mal an der Kante liegen lassen. Ich habe mir wieder Designerpapier von Stampin' Up rausgesucht, weil das in Verbindung mit Farbkarton eine schöne Stabilität gibt, als wenn ich da noch ganz dickes Papier draufklebe. Von daher, und ich mag es halt, wenn es farblich zueinander passt. Das ist eins, was es auch aktuell noch gibt und was ich total schön finde. Nennt sich wildblühend. Und ich habe mir tatsächlich auch gerade noch mal ein Paket nachbestellt. Und ich konnte mich nicht entscheiden. Ich mag diese Farbe und ich mag das Abendblau. Und da gibt es auch noch was mit dem Malve. Aber ich habe mich jetzt entschieden, das einmal mit Savanne zu machen. Und vielleicht gibt es dann auch noch mal eine mit Abendblau. Von solchen Geldverpackungen kann man ja eigentlich immer welche auch liegen haben. Wir starten also direkt, sucht euch das Material zusammen, was ihr gerne nehmen würdet und dann fangen wir an. So, wir starten. Ich komme hier gerade gegen mein Stativ.
Wir starten mit Designerpapier, mit Farbkarton. Ich habe hier Savanne genommen, passt super zu meinem Designerpapier. Und zwar brauchen wir einen Zuschnitt von 26,5 mal 9,5. Für das Grund. Jetzt überlege ich gerade, wie es am platzsparendsten zuzuschneiden ist. Nehmen wir mal hier die 9,5. Und 26,5. Damit haben wir unsere Außenhülle. Die falzen wir. Bei 13 und 13,5. Wenn ihr mehr Fächer in eurem Portemonnaie unterbringen möchtet, ist das überhaupt kein Problem, wenn ihr das Ganze noch ein bisschen plastischer gestalten wollt. Ihr könnt diesen kleinen Spalt auch jederzeit anfassen. Dann nehmt ihr einfach 0,7 mm und rechnet das Ganze halt eben ein bisschen dazu. Und falzt dann jede Seite von 13 und habt dann hier in der Mitte vielleicht auch ein bisschen mehr Platz, um Taschen oder sowas noch unterzubringen. Vielleicht will man das Ganze ja auch in einer Album-Variante basteln von der Größe. Das geht bei dem Ding auch sehr gut. Stabil genug ist es auf jeden Fall. So, das können wir dann einmal so falzen und kurz zur Seite legen. Wir schneiden erst alle Teile zu und dann inken wir das Ganze nämlich noch ein bisschen. Das hätte ich eben etwas geschickter machen können, aber gut, ich mache das einfach mal so jetzt. Für das Kleingeldfach brauchen wir einen Zuschnitt von 17,5 mal 8,5. Das geht mit dem nicht gut. Mal 8,5. Und hier legen wir uns das Ganze da an einem Falzbrett. Ihr könnt auch euer Schneidebrett einfach nehmen und falzen von der linken Seite bei 1 cm, bei 2 und bei 3. Die untere Seite bei 1 cm. Und drehen das Ganze noch einmal und falzen auch die andere Seite bei 1, 2 und 3 cm. So dass das Ganze dann, kann man die untere Falz, hier ist auch noch eine bei 1 cm. Das wird unser Geldfach. Den Deckel arbeiten wir jetzt gesondert. Und da brauchen wir einen Zuschnitt von 11,5 mal 6. Das 11,5, gerade eben. So, und 11,5 cm. Aber gerade eben habe ich ja wahrscheinlich schon zusammengeschnitten. Und an der kurzen Seite falzen wir bei 1 cm. Daraus gestalten wir den Deckel. Und jetzt nehmen wir noch das Ganze für die Scheine bzw. die Einsteckfächer. Hier brauchen wir 2 Stücke. Da kann man auch gut Restestücke nehmen. Wir brauchen 2 Stücke in den Maßen 12,8 und dann könnt ihr gucken, wenn ihr Reste habt, schaut, das ist egal, ob das ein Zentimeter mehr oder weniger wird. Hier habe ich nämlich auch einen Rest genommen. Hier ist das Ganze auch ein bisschen kleiner geworden, weil ich einfach ein Stück Papier, Designerpapier noch mit aufbrauchen wollte. Und so ist das Ganze ein bisschen anders. Das ist nicht genormt, da schaut einfach, was ihr habt. Und dann eben hier circa 7,5. So, hier sind meine Reste jetzt ein bisschen zu klein. Da nehme ich mir nochmal ein Stückchen. Ich hatte doch hier noch was.
Ist aber auch zu klein. Da hole ich mir noch ein Stück. So, in meiner Restekiste war noch so ein Streifen. Ich guck einfach mal, wie breit der ist. Der hat fast 7 cm, wunderbar. So viel brauche ich gar nicht. 12,8 und dann ja, 5, 5,5. Bei mir nehme ich jetzt 5,5. So, und das wären schon die gesamten Zuschnitte, die wir für unsere... Halt, einen habe ich vergessen, und zwar den Verschluss. Da können wir ein Reststück nehmen. Schauen wir mal. Ich brauche in der Breite 3,5 cm. Ich habe hier ein Reststück von 3 cm. Kann ich mal gucken, reicht mir das oder nicht? Schneide ich mir hier 3,5 cm ab. Und ursprünglich habe ich mal gedacht, das muss, sollte so 10 cm lang sein. Aber das muss es gar nicht. Da könnt ihr halt einfach gucken. Und es ist relativ egal. Hier vorne habe ich 5 cm, den halben. Und hier hinten reicht auch ein kleines Stück. Von daher ist das jetzt mit meinem Restestück hier völlig egal. Bei 5 cm Falzen und bei 5,5 cm Falzen. Und das wird das Klebestück. Damit haben wir sie. Und dann können wir alles einmal durchfalzen und auch hier zuschneiden, unser Geldfach. Wir haben hier unten den 1 cm und hier diese 3 cm. Ich schneide immer auf der Bergseite und schneide, stell da scharf, ja, direkt neben der Falz und schneide die Falz raus. So sieht das Ganze dann aus. Auch hier wieder direkt neben der Falz und die Falz raus. Dann stört sie mich nachher nämlich nicht beim Kleben. Und dann kann ich das Ganze falzen. Den nach innen. Und die kommen hier so ein bisschen wie eine Ziehharmonika. Den innersten nach innen. Dann kommt er einmal nach außen. Und dann wieder nach innen. Und auf der anderen Seite genauso. So. Und so sieht das Ganze denn aus. Und das wäre unser Geldfach. Das kleben wir jetzt auch, damit das einen Moment anziehen kann. Da habe ich nämlich ein bisschen versucht zu Anfang. Und die ersten Versuche sind mir nicht so gut oder haben mir nicht gut gefallen. Ich wollte das hier unten halt eben auch verschließen und habe dann versucht mit allen möglichen Varianten. Aber es gefällt mir am besten, wenn ich die untere Lasche über die oberen 3 cm da klebe. War klar, die ist wieder zu. Ist irgendwie mein Sorgenkind. Und hier auch. Ich nehme Flüssigkleber. Könnt ihr aber auch mit Heißkleber oder einem doppelseitigen Klebeband machen, was euch da am besten gefällt. Und das könnt ihr dann einen Moment richtig anziehen lassen. Und auch nochmal gerne nachfalzen. Festdrücken, sodass das richtig eine feste Tasche gibt. Und dann könnte man theoretisch hier noch ein Stückchen Papier hinterkleben, um zu vermeiden, dass man diese Laschen auf dem Designerpapier sieht. Ich lasse es aber so, mich stört es nicht allzu doll. So, das ist die Tasche, die können wir zur Seite legen. Dann haben wir hier das Deckelchen, die Lasche. Auch da können wir einmal die Falz nachziehen und diese Ecken hier ein bisschen anschrägen. Und es kann sein, das könnt ihr auch jetzt schon probieren, wenn man sich mal um einen Millimeter vermessen hat, ich stecke diese Lasche zwischen die ersten beiden Falze. Und dann hier auf der Seite genauso. Diesmal passt es sehr gut. Aber ich hatte auch schon, dass das Ganze irgendwie einen halben Millimeter zu breit war. Dann schneidet einfach ein Stück ab, das ist egal. Und dann gefällt es mir ganz gut,
wenn ich die Ecken abrunde, dann sieht das Ganze so aus. Auch das können wir zur Seite legen. Und dann haben wir hier noch unsere Lasche für vorne. Auch die können wir einmal ordentlich nachfalzen. Und auch hier runde ich mir die Ecken ab. Sieht ein bisschen harmonischer aus. Und genauso mache ich es halt bei dem Außenteil, dass ich die Ecken abrunde. So sieht das Ganze dann aus. Und jetzt können wir ein bisschen inken. Gibt so ein bisschen diesen Used Look, als wäre es auch schon ein bisschen gebraucht. Man könnte theoretisch auch die Ränder noch mit einer Schere aufrauen. Wollte ich aber jetzt nicht. Aber das ist bestimmt auch noch ein bisschen, ja, sieht auch noch so ein bisschen shabby-mäßig aus. So, zum Inken habe ich mir ein Fingerschwämmchen genommen. Und das Stempelkissen, in dem Fall habe ich auch Savanne genommen. Und dann könnt ihr einmal rundherum die Ränder inken. Und in dem Fall, ich mache das gleich mal eben fertig, ohne dass ihr das sehen müsst, dann wird es nicht ganz so lang, denke ich auch die ganzen Falzlinien und auch von der Innenseite. So, ich habe alles geinkt. Die Einstecktaschen brauchte ich ja nur von der Außenseite inken. Das Geldfach vorne, die Seiten geinkt. Wer kein Designerpapier nehmen möchte, sondern einfach nur so eine Lederoptik haben möchte, der geht mit seinem Schwämmchen vielleicht auch einfach großflächig drüber oder hat irgendeinen Hintergrundstempel oder prägt das oder so. Also auch da sind wieder die Möglichkeiten unendlich. Da auch von außen und von innen. Und das haben wir noch zusammen gemacht und das ist auch mittlerweile fertig. Jetzt können wir uns darum kümmern. Ich überlege gerade, wie machen wir es am besten? Als allererstes kleben wir unseren Verschluss an. Dazu messe ich mir von der Vorderseite hier grob einmal die Mitte aus und markiere mir das. Ja, auch innerhalb der Kamera, wenn es geht, damit ihr es sehen könnt. Ich habe hier 9,5 4,5, 4,75 irgendwie so um und bei, sodass ihr grob wisst, wo ihr das Ding anbringen sollt. Dann nehme ich hier auf der Innenseite Kleber und gehe auf keinen Fall über die Falz, sondern gerade so bis ran, damit ich halt auch Bott habe zum Verschließen, sodass ihr die Falz hier noch gut sehen könnt. Dann könnt ihr es auch ohne Probleme verschließen. So, das könnt ihr schön. Ach, sag mal, was habe ich denn jetzt gemacht? Falsche Seite. Ich bin ja auch ein Früchtchen. Super. Also natürlich nicht, sondern natürlich nehmen wir die Rückseite und nicht die Vorderseite zum Verschluss. Aber gleiches Prinzip, ungefähr die Mitte. Nicht bis auf die Falz, sondern nur ran. So. Ich habe das Ganze mit Magneten verschlossen. Wenn ihr was anderes nehmen möchtet, könnt ihr auch einfach eine Banderole. Na, wenn ihr keine Magneten zu Hause habt, dann nehmt ihr einfach nachher komplett eine Banderole und lasst diesen Verschluss weg oder bindet es mit einem Band zu. Auch das ist kein Problem. Ich arbeite immer ganz gerne mal mit Magneten und setze mir den hier irgendwo mittig drauf. Dann ist mein ganzes Teil hier nämlich schon mal verschlossen. Nanu, der will nicht runter. Jetzt guckt, dass sich hier die Seiten gut überlappen, damit der Magnet auch gut verschließt. Und schau auch eben, dass ich das hier so ein bisschen gerade da drauf setze und nicht zu weit
Ja, ganz klein bisschen bin ich verrutscht. Das ist aber nicht schlimm. Und dann ist der Verschluss schon fertig. Dann können wir da nämlich nachher Designerpapier drüber kleben. Als nächstes kümmern wir uns um das. Nein, kümmern wir noch nicht, weil wir werden jetzt ein bisschen Designerpapier kleben. Beziehungsweise uns das erst einmal zurechtschneiden. Dafür braucht ihr Papier eurer Wahl. Und hoppla, mein Magnet klebt an den anderen Portemonnaies. Wir schneiden uns für hier, für die Rückseite und für hier ein größeres Stück zu. Und hier arbeite ich auch gerne wieder mit Resten. Das muss nicht vollflächig alles verklebt sein. Also brauchen wir dreimal das gleiche Stück. Und jetzt schaue ich mal. Ich mag das natürlich am allerliebsten, vor allem auch für die Vorderseite. Das werde ich jetzt auch nehmen. Wir brauchen drei Zuschnitte in den Maßen 12,8 x 9,4. Wenn ihr einen Musterverlauf habt, dann guckt euch das ein bisschen aus. 12,8. Ich glaube, das ist bei meinem hier mit dem Musterverlauf ziemlich egal. So, 12,8 und 9,4. So, das sind die drei Stücke. Und wir brauchen einen Zuschnitt für die Einstecktaschen. Da nehme ich jetzt dann, glaube ich, eher mein anderes Muster. Da. Einen Papierzuschnitt von 11,3. Beziehungsweise zum Papier sparen. Ja, wir nehmen 11,3. Und dann brauchen wir 7,3. Und 4,8 brauchen wir allerdings zweimal, um auch den Magneten mit abzudecken. So, und dann die Einstecktaschen, da gucken wir gleich, wie es aussieht, wie wir die andere Seite gestalten möchten. Jetzt kleben wir unsere Vorder- und Rückseiten auf. Sucht euch die schönsten Seiten aus. Dann gucke ich zu Anfang einmal, ob es richtig auch passt. Ich könnte in der Breite ein Mü wegnehmen, oder in der Länge besser gesagt. Ja, das gefällt mir besser. Dann runde ich mir die Ecken ab. Und dann verklebe ich das Ganze. Und hier nehme ich in der Breite einen Mü ab.
und die Ecken nicht vergessen. Fest werden lassen und unsere Rückseite noch. Und damit haben wir die Hülle schon mal soweit. Und wir können weitermachen. Jetzt kleben wir unsere Tasche ein. Da gucke ich halt auch, ihr könnt sie auch mittig draufkleben. Aber ich möchte sie ganz gerne unten haben. Bevorzugt nehme ich da auch Flüssigkleber, der hält noch ein bisschen besser als doppelseitiges Klebeband. Such mir auch da die Mitte irgendwie. Könnt ihr auch abmessen. Ich mache das jetzt einfach frei Schnauze und lasse das Ganze auch gut anziehen. Noch mal mit dem Falzbein reingehen und die Klebelaschen gut andrücken und auf das Ding wir auch Flüssigkleber und dann stecken wir das da jeweils in die Falz hinein und legen das Ganze um. Da haben wir noch den Magneten, den wir gleich anbringen müssen. So, auch gut andrücken. Und auch hier arbeite ich mit meinem Magneten. Auch da könntet ihr vorher unten ein Band rausschauen lassen und hier oben und könnt ihr das Ganze gut einfach mit einem Band verschließen. Noch mal ein Magnetpaar rausgesucht und bringen das hier auch irgendwie so mittig an. Und verschließe das Ganze. So. Dann können wir noch den Rest verzieren. So, und hier die beiden Zuschnitte. Damit werden wir den Magneten kaschieren. Ich überlege gerade, ob ich hier ein Reststück nehme. Sonst hätte ich da das Blumige auf die Rückseite genommen. Wäre ja auch ganz nett gewesen. Aber das muss ich eh gleich noch anschneiden, weil
Ich finde, das könnte eigentlich von der Innenseite auch so sein. Ist das zu langweilig? Wenn ihr mir jetzt was sagen könntet, wäre das toll. Aber die andere Seite gestalte ich gleich noch ein bisschen bunter. Oder lieber... habe ich abgesetzt. Na, ich mache das jetzt mit dem und werde auf der anderen Seite dann noch ein bisschen mehr von dem farbigen nehmen. Also, die Ecken. Vorher gucken müssen, ob es richtig gut sitzt, aber das tut es. Und kleben. Hallo. Nicht aufs Projekt und mir alles verschmieren, das wäre doof. Und die Innenseite. So, jetzt ist der Magnet auch verdeckt und wir haben den ersten Teil schon fertig. Jetzt widmen wir uns nur noch eben der anderen Seite. Das heißt, wir haben das hier und das hier. Und hier ist es wichtig, dass wir jetzt diese Ecke hier unten auch abrunden. So, und jetzt können wir mal gucken, wie wir das mit dem Muster machen. Ich denke, ich werde jetzt... hier blumig und da den einfarbigen nehmen. Das glaube ich. Gefällt mir am besten. Dafür nehme ich mir einen Zuschnitt. So, wir müssen jetzt hier nicht ganz runterkleben. Hier kann man jetzt ganz toll mit Resten arbeiten. Na, insgesamt sind das hier 7,5. Ich nehme jetzt aber nur ein Stück von 3 cm, sodass man ein bisschen papiersparend arbeitet. Und dann verdeckt es das nämlich und alles ist gut. So, 12,8 in der Breite, in der Länge nicht vergessen hier. Und den kleben wir uns da oben dann jetzt fest. So, bevor wir den aufkleben, klar, hier noch ein bisschen Designerpapier. Da nehmen wir jetzt, wir brauchen mindestens 3 cm, nehmen wir so bummelig 4. Und wieder die 12,8. Huch, da habe ich mich vermessen. Super. Das ist jetzt doof. So. Wahrscheinlich habe ich 11,8. genommen und nicht 12,8. Sag mal, bin ich denn bescheuert? Das ist doch aber hier alles richtig. 13. Und wieso bin ich jetzt wieder falsch? Bin ich nicht. Ich habe darüber gelegt. Tja, ein bisschen doof gehört dazu, vielleicht.
Kann passieren. Vielleicht war mein anderes Stück dann auch gar nicht zu klein. Das kann ich aber ja vielleicht gleich noch anderweitig verwenden. So. Da hätte ich jetzt tatsächlich ein bisschen, obwohl da kommt es von oben. So richtig ist das mit dem Musterverlauf nicht. Aber ein bisschen. So, jetzt können wir den da von drei Seiten, der auch wieder mit doppelseitigem Klebeband oder so nehmen. Ich arbeite auch da gerne mit dem Flüssigkleber. Gut. Und zusehen, dass ihr hier an der Außenkante schön bündig seid, damit das nachher von außen gut aussieht. Gut. Und andrücken. Und jetzt brauchen wir noch das letzte Stückchen, das können wir aber schon aufkleben, auch an drei Seiten. So, und jetzt brauchen wir noch ein Stückchen Designerpapier und das passt jetzt natürlich nicht, aber es hätte in der Länge gepasst. Ich habe einfach nur falsch angelegt. Hier brauchen wir 5,3 cm in der Breite. Tja, ich glaube, ich mache das aber mit dem Schneidebrett. Ich finde ja, also ich mache den total gerne, aber ich finde, man kann die hier nicht so richtig schön gut anlegen, gerade wenn man millimetergenau arbeiten muss. Euch das auch schon mal aufgefallen ist. Ich benutze den super, super gerne, auch gerade für Bilder und so. Aber wenn es um Millimeter geht, dann ist manchmal dieses Schneidebrett einfach besser, weil ich viel mehr Auflagefläche hier habe. So, 5,3 war jetzt hoffentlich richtig und ich habe mich nicht wieder vermessen. 12,8 und eine Seite abrunden. Und dann müsste es auch hinkommen. Aber ich finde nicht, dass es richtig gut passt. Ich habe es heute mit dem richtig schön schneiden. Naja. Und wie ihr gerade gesehen habt, mal als Anschauung mit meinem Hebelschneider, bin ich da ein ganz bisschen aus der Flucht gekommen. Da ist ein bisschen mehr als da. Also, da lohnt sich manchmal dann doch der normale Papierschneider. Ich nehme jetzt einfach ein bisschen mehr. So, mal gucken, ob das jetzt passt. Ist nur ein kleines Mühchen zu breit geworden. Gut, genau schneiden ist heute nicht so mein Ding. Aber solche Tage gibt es. Ich kann sogar noch ein kleines Stückchen ab. So, jetzt müsste es hinkommen. Ja, jetzt ist gut. Und eine Ecke und Kleber. Also, wenn man sich nicht so doll verschneidet wie ich heute, ist das ein recht flottes Projekt. So, aber jetzt mag ich das Innenleben hier auch sehr gerne, weil das hier auf die Seite noch ein bisschen farbenfroher ist. So, wir haben jetzt auch die Seite schon fertig und jetzt ist das Ganze schon richtig schön stabil geworden. Jetzt machen wir nur noch unseren Verschluss hier vorne und ich habe hier ja so schöne viele Verschneidereste, dass ich jetzt, das wäre jetzt aber auch nicht so verkehrt, oder?
glaube, das mache ich. Ich nehme jetzt nicht die Seite, sondern die farbenfrohere Seite. Wir haben eine Breite von 3,5, also nehme ich 3,3 und in der Länge sind es 5 und da sind es dann so 4,8 oder so. Jetzt gucke ich mal, ob ich mit dem ganz kleinen gut komme, klarkomme. So 4,8. Ein bisschen mehr. Und dann mal schauen. Ja, und die Ecken abrunden. Gut. Ja, das ist gut. Ja, das war eine gute Idee. Das ist der Rohling, beziehungsweise unser rohes Teil hier. Irgendwie ist das hier ein bisschen schief geworden. So sieht das Ganze jetzt aus. Hier auf der Innenseite können wir das auch noch kaschieren, damit es noch ein bisschen stabiler wird. Und um den Magneten schön festdrücken, damit euch da nicht immer irgendwie ein bisschen Papier dann hochsteht. Gerade bei so kleineren Flächen kann man da immer auch nochmal gut, nicht zu doll ran, weil dann reißt euch das Papier, aber so im Groben drumherum, damit der Kleber da schön anziehen kann. So, meine Geldbörse. Und jetzt werde ich noch eben einen Tack ausstanzen. Ich drücke kurz auf Pause und bin dann gleich wieder da mit dem kleinen Tack. So, ich habe hier meinen Tack und dann habe ich mir die gleiche Stanze genommen und nochmal aus einem Reststück nochmal ein unteres Teil ausgestanzt. Einfach ein bisschen das Papier nur bis da oder so angelegt, je nachdem, wie ich es haben möchte, und habe dann einfach noch einen kleinen Aufleger. Man könnte auch vorher was draufkleben, was zugeschnitten ist, und dann beide ausstanzen. Das geht auch. Dünnes Papier und den Karton, das schafft die Stanze locker. Dann habe ich den Stempel, ein paar Kröten für dich. Ganz alt, glaube ich auch. Froschkönig war mal Celebration. Und da brauchte ich eigentlich nur den. Die Frösche sind gar nicht so meins, aber ein paar Kröten für dich, finde ich, kann man gut haben. Dann stempel ich in Savanne. Mal gucken, ob mein Stempelset noch saftig genug ist. Ja, das macht den. Geht noch. Und dann mal schauen, jetzt auch gerade werde. Hui, ist aber jetzt recht schief geworden. Da muss ich das Ganze nochmal machen. Komisch, die letzten Male hat es auf Anhieb geklappt. Aber das ist heute hier anscheinend so ein bisschen schwierig. So, nochmal das Ganze. Diesmal klebe ich das aber erst, nachdem ich das gestempelt habe. Falls ich es nochmal machen muss. So, das ist gut. So hätte es auch gerne gleich sein dürfen. Aber naja, passiert immer mal. Jetzt kann ich den draufkleben.
Und dann habe ich mir ein Stückchen Papier hier in Abendblau rausgesucht. Papier, Band. Und zwirbel das da einfach nur durch. Den klebe ich auch plan auf, könnte man auch gut mit Abstandspads machen. Und wer möchte, nimmt sich dann noch ein paar Steinchen. Machen sich ganz gut. Nehme ich aber die nicht ganz großen. So. Und ganz ratzifatzi ist so eine Verpackung für ein schönes Geldgeschenk fertig. So, ich räume hier ein kleines bisschen auf und dann zeige ich euch gleich nochmal die drei im Vergleich. So, einmal aufgeräumt. Geht euch das eigentlich auch so? Ich brauche keine 2 Minuten, wenn ich ein Projekt starte. Und ich habe hier ein absolutes Chaos veranstaltet. Das ist jedes Mal das Gleiche. Kriege ich auch irgendwie nicht besser hin. Ich bräuchte nochmal einen Stempel für mich personalisiert Chaos Queen. Das würde hier bei meinem Bastelbereich gut passen. Aber ich mag es auch gerne aufräumen. Ich finde es toll zu sortieren und aufzuräumen. Von daher ist das, gehört das vielleicht auch dazu. Also meine drei Vergleichsportemonnaie, Geldbörsen. Und ich tendiere dazu, nochmal eine in dem ähnlichen Design zu machen und habe dann sicherlich einen guten Vorrat liegen. Ich hoffe, meine Idee gefällt euch und ihr habt Lust, sie nachzuwerkeln. Dann wünsche ich euch viel Spaß dabei, bei Fragen gerne melden und habt noch einen schönen Tag, eine gute Woche und bis bald auf diesem Kanal, eure Andrea.